Der Film vermittelt in dem Sinne keine Botschaft, ist aber eine Einladung zum Dialog. Zum Dialog darüber, wie weit wir gehen müssen, um die Demokratie gerecht zu verteidigen. Jeder kann in seinem Bereich tätig werden. Als Mutter kann ich mit meinen Kindern über Themen sprechen. Als Filmemacherin habe ich Film als Ausdruck. Als Lehrer habe ich Möglichkeiten. Als Journalist im täglichen Dialog mit Kollegen, mit Bekannten kann man sich gegen rechts positionieren. Und ich finde, das sollte man auch tun. Die ganze Corona-Situation zeigt uns ja nur erneut, wie komplex die Welt ist. Und das kann einem so unheimlich erscheinen. Und Rechte haben einfach oft die einfachsten Antworten auf diese komplexen Fragen. Und das ist sehr verführerisch, gerade in Zeiten, die besorgniserregend sind.